Ja, und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Gameplay. Und ja, Leute, ich habe mir Fallout 4 geholt. Und jetzt starten wir das Ganze mal. Ich mache natürlich jetzt noch den Sound leiser, weil ich habe gerade das Spiel gestartet. Ich habe noch nichts umgestellt oder so. Und Audio erstmal runter machen hier. Weil das nämlich extrem laut ist. Also für mich. So, und natürlich starten wir das Spiel neu. Immer diese Ladezeiten. Game Studios präsentiert Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Geschlecht wählen. Leute, wir sehen uns gleich im Spiel. Ich mache meinen Charakter so, wie ich es haben will, weil es ein bisschen langweilig, wenn ihr jetzt dabei zuguckt. Ich mache extra ein Video dafür, damit ihr seht, was ich gemacht habe. Ich lasse es auch extra vorspulen. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, meine Charakteranpassung habe ich gerade gemacht. Und ja, jetzt lädt es anscheinend gerade. Hoffe ich mal.
Das Spiel ist abgeschlossen oder was ist los? Achso, ich kann mich bewegen. Oh. Sieht ja eigentlich alles ganz hübsch aus hier. Gucken wir mal da rein hier. Instapüree, Fancy Lights Kuchen, Blanco Mac and Cheese, mindestens haltbar für immer. Oh, alles klar, für immer haltbar. Okay. Da ist der Roboter. Mr. Hankley oder sowas. Hankley. Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Ja, ist klar. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Das soll Codsworth erledigen. Genau, so heißt der Roboter. Codsworth oder wie der auch heißt. Kann es irgendwie auch nicht richtig aussprechen. Ich habe ein Baby. Oh, guck mal, da liegt ein Teddybär. Ein Teddybär! Hm. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ein Baby. Drehen! Kutschi, kutschi, go! Kutschi, kutschi, go! Sean heißt das Baby. Ich spiele jetzt mit ihm. Okay, die Finger sahen irgendwie gerade so komisch aus. Von wie er sie bewegt hat. Gucken wir mal in die Tür rein. Blastradius. Ah, okay. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Okay. Jetzt gehen wir mal in das Sexzimmer. Ein Sessel. Oh, jetzt setzt sich auch noch hin. Komm, steh auf. Aus damit hier. Komm, Sack. Kamera. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, irgendwann mal. Ich dachte eigentlich, das ist eine moderne Zeit, aber die Kamera ist doch nicht so modern, oder? Ich bin so stolz auf ihn. Ah, guten Morgen, Ma'am. Danke, Codsworth. Natürlich, Ma'am. Codsworth. Codsbots. Oder sowas. Er putzt. Kühlschrank. Nuke Cola. Eiskalt. Saddle up Salisbury Steak. Ausgezeichnet. Oh, lecker. Hey, Schatz. Wie kommt hier jemand wie ich so ein Alter? Es klingt doch ein Stinker. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Codsworth haben. So ein Stück Kaffee. Der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Ja, ich hab Kaffee gedrückt. Fehlt Milch, oder? Ja, der Schwarz. Fehlt Milch und Zucker. Ofen, der nicht an ist. Der neueste Hightech-Fernseher. Holoband, Abspielgerät. Da, yeah! Hallo. Guten Morgen. Ich komme von Vortec. Vortec. Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz VOTS genannt.
Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Fall eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was nehmen wir denn? Froh, dass Sie hier sind. Jetzt gerade nicht. Ellie, hier bin ich. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurzfassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Wort 111. Der hat irgendwie ein paar Macken, oder? Genug Platz, bin beschäftigt, verschwinde, klingt gut. Ah, genug Platz. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter, natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen prüfen. Es sollte reibungslos laufen im Falle einer unerwarteten total nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lang dauern. Ja. Klar. Legen wir los. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nun, also dann. Oh, mein Name. Wie nennen wir sie denn? Komm, wir nennen sie Annika. So, was nehmen wir denn? Setzen wir bei jedem 4 hin, er passt genau. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Board. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Dankeschön. Danke nochmal. Dann können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram hier. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Antwort. Ich habe meine Momente. Ich komme. Hey, Cordsworth. Hallo, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Wenn ich das. Ach, da heißt Cordsworth. Sean braucht ihre Zuwendung. Ein bisschen Unterwendung in der Fußung. Ja, ich gehe schon. Gutschi, 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 gutschi. Ich hab das Mobil über seine Rüge letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Irgendwas höre ich doch. Im Hintergrund. Das ist ein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Irgendwas höre ich im Hintergrund. Wir können noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Ah, klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal anziehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Warum laufen denn alle? Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Bord. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Wie schnell hat das Baby geholt? Einwohner von Sanctuary Hill. Oh nein. Die Grafik ist auf jeden Fall jetzt sehr schön, finde ich.
Hätten das ein Ticken besser machen können. Ja, ich bin schon unterwegs. Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener. Ja. Weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Sir. Habe ich auf den Namen geguckt. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Geiler Helikopter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Fast geschafft. Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. WTF. Festhalten! Geht das nicht schneller? Schneller runter, schneller runter, schneller runter! Ih, der Controller vibriert so ekelhaft. Ich gehe doch schon die Treppen. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Kommen jetzt mit? Ja, jetzt auf einmal läuft der, alles klar. Komm, Mr. Abel. Geh mal einen Schritt schneller hier. Alter Sack. Dann geht doch. Das ist unser neues Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch unsere. So, unser Zuhause. Mams, was wir hatten. Meine Eltern sind unten. Dann werden wir wohl hier unten sein. Das gehen wir bei der Einweisung. Und zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Prima, oder? Der Voltanzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben Wo sieht der denn bitte schön gut aus? Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell. Ist einfach nur blau mit gelb. Streifen. Und hinten steht 111. Sehr uninteressant. Entschuldigung. Setzen uns mal da rein hier. Wie soll man sich denn hier entspannen? So eine schwule Metallschüssel. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. Eis.